Künstlerfronten sonst gibt es in jeder Megacity oder auch in allen Orten, diese aufzuspüren und dann einzufangen mit dem Medium Film, ist die Herausforderung dieser internationalen Sommerschool. Aus meiner Perspektive ging es mir darum, die Studierenden zu sensibilisieren für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Und der DAD bietet entsprechende Programme an, sodass wir im Grunde genommen mit einem größeren Team die Möglichkeit erhalten haben, nach São Paulo zu kommen, um eben die Summer School hier mit nahezu 20 Studenten durchzuführen. My intention creating this project was with Martin Kohler and Ursula Künste was initially to explore the possibilities of the use of documentary narratives and language to read the city and to read ways of living in the city. Die Franchise ist im Endeffekt ist eine Experimentalsituation, in der zwei sehr unterschiedliche Bereiche miteinander arbeiten. Auf der einen Seite ist es so Film, freier Film, also der Dokumentarfilm als spezielles Genre. Und auf der anderen Seite dann eben halt Urbanismus, Stadtplanung, Stadtentwicklung, Architektur. Also eine ist eine angewandte Wissenschaft, die mit einem relativ großen Methodenmix arbeitet, während der Film als künstlerische Form dann natürlich sehr viel stärker dann die Autorenschaft und irgendwie das Gestalten irgendwie in den Vordergrund stellt. Und das Spannende ist halt jetzt, wenn man das zusammenbringt, ob das überhaupt funktioniert und wie das dann geht. Ich bin ja jemand, der über Film spricht und mit Studenten arbeitet. Ich kann über Bilder reden mit ihnen, ich kann Bilder imaginieren. Und natürlich war die Faszination, die Neugierde groß. In diesem für mich völlig unbekannten Gebiet Brasilien, mich umzutun, mit Leuten zu arbeiten, die von hier sind. Und das war im Grunde der Impuls. Weiter reizvoll war die Überlegung, die programmatisch war, dass es eine besondere Form der Kooperation geben sollte, dass also die Leute, die von Deutschland kamen und die hier arbeiten, das nicht im Sinne eines Quellverhältnisses war, wie Leute kommen und sagen euch, was ihr sehen und zeigen sollt, sondern dass der Prozess dessen, was sichtbar und zeigbar ist, ein gemeinsamer sein sollte. Are there any remarks on the whole of the things you saw? Ich komme aus einer künstlerischen Ecke und habe selbst jetzt mitgekriegt, dass in Hamburg beispielsweise auch die Soziologen Dokumentarfilme viel stärker in ihren Unterricht mit einbauen. Und das ist einfach eine Ergänzung und hat ganz andere, viele ganz andere Möglichkeiten als eine rein wissenschaftliche Arbeit. Es geht um eine Anschaubarkeit, eine Erfahrbarkeit, die weitergegeben werden kann. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr hilfreich ist, um Stadt anders begreifen zu können als aus Statistiken heraus. Man muss es einfach nur ernst nehmen und jetzt bestimmte Vorstellungen von Dokumentarfilmen auch über den Haufen werfen. Soundscapes sind mediale Aufnahmen, die versuchen, eine Umgebung einzufangen, um sie über den Weg des Hörens zu erschließen. Ja, also hier geht es ja zunächst mal darum, Videos, vielleicht auch dokumentarische Videos zu machen. Und es soll eben nicht nur die visuelle Ebene eine Rolle spielen, sondern auch die auditive. Auditiv erfahren heißt teilweise vor dem Bewusstsein, vor dem Bewusstwerden erfahren. Und das ist eine Annäherung, die anders als beim Visuellen direkt mit der direkten sonischen Materialität der Welt zu tun hat, die wir ganz direkt erfahren. Und dieser Zugang ist einfach nochmal was Spezielles und Besonderes, den man zu dem Visuellen ganz sinnvoll dazufügen kann. Dann arbeiten wir auch in allen Einzelgruppen, dass wir sozusagen die Rhetorik verlassen und dann in das Unsagbare und Unzagbare gehen, was ja eigentlich dokumentarische Praxis ist. Ne? Und dann macht auch Sinn, wie ich verstanden habe, dass man daraus so eine Enzyklopädie macht, dass man wegen diese kleinen dokumentarischen Einheiten, Miniaturen mit anderen Miniaturen aus Deutschland oder in dritten Ländern später mal
so eine Art Enzyklopädie des Seewahnsinns. Und dann zum Beispiel wären für mich dann Grenzen zwischen dem, was wir hier in Brasilien produzieren werden, solchen Sachen, die du in Deutschland gemacht hast. Was kann man daraus ablesen, in der Interferenz zu gehen? Ein wichtiger Baustein finde ich auch sind die Filmbeispiele, die wir abends geben. Und dann in erster Linie Einzelgespräche. Ja? Und immer wieder die Leute darauf hinzuweisen, ein Bild auch länger zu halten, genau zu gucken. Also erstmal diese ganz klassische Looking and Listening Aufgabe und dann die Leute auch mit der Kamera zu konfrontieren und sich was zu trauen einfach. Und das ist für die kurze Zeit, die wir hatten zum Drehen, das fand ich erstaunlich gut. This area is okay, but if you go over there after that church, you must be very aware of your equipment. Yeah. Yes. Our plan is to explore what happens in the city in the transition between day and light. No, between day and night. Between light and darkness, not day and light. Anyways. And so because nobody pays attention to sunset or sunrise, it just happens behind the buildings, it just happens while you're hurrying up to go to work or coming back home. And so something must happen, we don't know what it is. We're here to find out, I guess. So what are you guys doing at the moment? We are organizing the structure of the movie. And does it work for you that it way? Is. It's very helpful. He's listening to the sounds we have. And separating. And separating what's good or not. The final cut of the movie we can transfer to the audio software, the sound software to finalize the process. Also das Programm ist außergewöhnlich interdisziplinär, weil man die verschiedensten Leute hat. Man hat Leute, die aus einer Hochschule für bildende Künste, sprich Video, Film kommen. Man hat Leute, die aus dem Audiobereich kommen, aus der Produktion, aber eben aus der Theorie auch und den breiten Architekturbereich. Und das dann in einer Art wissenschaftlich-künstlerischen Projekt zusammenzubringen, das ist außerordentlich spannend. Also dieses Thema Frontier Zone, diese aufzuspüren, sollte in mehreren Städten erfolgen, nicht nur in São Paulo, sondern wir haben bereits auch schon in kleinerer Gruppe ein Projekt in Berlin gemacht von der Leuphana Universität. Und in Zukunft möchten wir gerne die Frontier Zones auch zum Beispiel in Istanbul aufspüren oder auch möglicherweise in Tokio, sodass wir dann am Ende einen internationalen Vergleich erstellen können. So I think the subject Frontier Zones is a good subject because it's a kind of no man's land where we can meet together.